Manchmal geht es auf dem Dach heiß her, besonders dann, wenn mit Heißbitumen gearbeitet wird. Mein Name ist Andreas Waldenmeier und gemeinsam schauen wir uns heute die Verlegung eines Bau- oder Kompaktdaches an. Das Bau- oder Kompaktdach ist ein Flachdachsystem, bei dem von der Dampfsperre über die Wärmedämmung bis hin zur Abdichtungsschicht alle Materialien untereinander und mit dem Untergrund kompakt verklebt sind, also in Heißbitumen gegossen. Bei entsprechender Vorbereitung des Untergrundes ist damit ein Unterlaufen der Abdichtung bei eventuellen Beschädigungen ausgeschlossen. Das Bau- oder Kompaktdach ist das sicherste Flachdachsystem, es erfordert aber viel Sorgfalt, Erfahrung und auch Vorsicht bei der Ausführung. Viel Spaß dabei. Kompaktdächer werden beinahe ausschließlich auf Betonuntergrund verlegt. Dafür haben wir in unserem Technikum den Untergrund mit Bitumenbahnen ausgelegt. Diese simulieren eine Betondecke, die mit Voranstrich behandelt wurde. Als Voranstrich können zum Beispiel Bauderbit BUVP als lösemittelhaltiger Voranstrich oder Bauderbit EMVP, die lösemittelfreie Variante, verwendet werden. Ein Bauderpier-Kompaktdach ist ein Flachdachsystem, bei dem die Abdichtungsschichten und der Wärmedämmstoff untereinander und mit dem Untergrund kompakt verklebt sind. Die Vorteile dieses Systems liegen auf der Hand. Alle Schichten sind kompakt und vollflächig in Heißbitumen vergossen. Bei entsprechender Untergrundvorbereitung ist diese Konstruktion unterlaufsicher und mögliche mechanische Beschädigungen bleiben örtlich begrenzt. Neben der hohen Leckagesicherheit ist die Windzugsicherheit und die Druckbelastbarkeit wesentlich höher als bei anderen Systemen. Aber nicht nur das System und der Nutzen unterscheiden sich, sondern auch die Vorgehensweise bei der Verlegung und die dafür benötigten Werkzeuge. Neben umfassender Schutzausrüstung wie Schutzbrille, lange Kleidung und Handschuhe werden Kleinwerkzeuge wie Kelle, Andrückrolle, Wickelkern und Messer benötigt. Dazu eher unübliche Werkzeuge wie Nagelbretter, Gießkanne oder Gießeimer. Und keinesfalls fehlen darf ein geeigneter Feuerlöscher. Sicherheit geht vor. Auch die Art und das Format der Dämmplatten unterscheidet sich vom Standarddach. Es wird hier mit unkaschierten, kleinformatigen, 150 kPa druckfesten Pierplatten gearbeitet. Der Verzicht auf eine Kaschierung und das kleinere Format erleichtern die Handhabung in Verbindung mit dem Heißbitumen und tragen ihren Teil zur kompakten Verlegung bei. Das wichtigste Werkzeug jedoch ist der Heißbitumenkocher. Hier wird das Gießbitumen erhitzt und verflüssigt. Es gibt unterschiedliche Ausführungen, zum Beispiel mit Gasheizung oder Elektroheizung, kleine oder große Öfen, mit oder ohne Rührwerk bis hin zur Anhängerversion. Dazu später mehr. Etwas Sand ist hilfreich, um gegebenenfalls austretendes Heißbitumen abzustreuen und somit eine ungewollte Verklebung der nächsten Lage mit diesem Bitumen zu vermeiden. Als Heißbitumen verwenden wir hier Bauderflex HBU. Dieses Bitumen ist kunststoffmodifiziert und kann entsprechend den gültigen Regelwerken im Flachdach eingesetzt werden. Ein im Ofen verbautes Rührwerk sorgt dafür, dass die Bitumenmasse ständig umgewälzt wird und überall die gleiche Temperatur hat. Dadurch wird vermieden, dass zum Beispiel die Bereiche unten im Ofen über der Heizung zu warm werden und damit das Bitumen Schaden nimmt. Neben der Durchmischung der Bitumenmasse im Ofen ist eine Temperaturüberwachung der Masse mit einem Thermometer sowie eine Temperaturregulierung unverzichtbar. Die Bitumenmasse darf nicht verkochen, das heißt, ca. 180 bis 200 Grad Celsius dürfen nicht überschritten werden, sonst kann es zu einer Trennung der Bitumenmasse kommen, was zu unerwünschten Begleiterscheinungen führen kann. Im ersten Schritt verlegen wir die Bauderkompakt DSK Dampfsperre. Die Dampfsperrbahn ist beidseitig besandet, was notwendig ist, damit sich das Heißbitumen in der Oberfläche verkrallen kann. Bahnen mit Folienoberfläche sind nicht geeignet. Das Bitumen wird im Kocher auf die gießfertige Temperatur erhitzt, was je nach Menge einige Stunden dauern kann. Es empfiehlt sich, gleich mehrere Bahnen gestaffelt auf Wickelkernen vorzubereiten. Das flüssige Heißbitumen erkaltet nicht sofort und so können die Bahnen zeitsparend nacheinander verlegt werden. Zum Verlegen von Heißbitumen werden mehr Personen benötigt, als man bei Kaltklebebahnen oder Schweißbahnen gewohnt ist. Optimalerweise teilen sich drei Personen die Aufgaben. Eine am Ofen, eine, die das Heißbitumen vom Ofen zum Verlegeort bringt und eine zum Verlegen. Je nach Größe und Beschaffenheit des Daches macht es durchaus Sinn, dieses Team noch zu erweitern. Thema Sicherheit. Auf Schutzkleidung und Schutzausrüstung darf natürlich nicht verzichtet werden.
Überhaupt muss man sich immer bewusst sein, dass man mit fast 200 Grad heißem Bitumen arbeitet. Sorgfalt, Umsicht und Konzentration sind also unverzichtbar, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Ein Brenner wird bei der Verlegung nicht benötigt. Dafür immer eine volle Gießkanne und ein Hilfsmittel zur Verlegung, wie hier den Verlegestock. Das Heißbitumen wird vollflächig vor der aufgerollten Bahn ausgegossen. Seitlich an der Bahn darf und soll Bitumen austreten. Ein schwerer Wickelkern in der Bahn ist notwendig, um den flächigen Anpressdruck zu gewährleisten. Bei zu viel Druck bleibt möglicherweise zu wenig Bitumen unter der Bahn. Umgekehrt können bei zu viel Bitumen die Schichten aufschwimmen und es können Unebenheiten entstehen. Der Nachschub an Heißbitumen sollte ohne Pause gewährleistet sein. Zu lange Unterbrechungen können dazu führen, dass die Masse erkaltet. Unebenheiten oder gar Fehlstellen können die Folge sein. Die seitlich austretende Masse auf der zuvor verlegten Bahn sollte mit einem entsprechenden Werkzeug, zum Beispiel mit einer Glättkelle, verstrichen bzw. glattgezogen werden. So kann die anschließend aufzubringende Dämmschicht eben verlegt werden. Der Ofen hat im unteren Bereich eine Auslassöffnung. Hier wird das Heißbitumen in geeignete Gefäße gefüllt. Geeignet sind spezielle Metallgießkannen mit unterschiedlichen Öffnungsgrößen oder spezielle Metallgießeimer in unterschiedlichen Größen. Soll die Verlegung unterbrochen werden, muss das restliche Bitumen in der Kanne umgehend, aber vor allem vorsichtig, zurück in den Ofen gegossen werden. Die Verlegung der Wärmedämmung muss gut vorbereitet werden. Die Dämmplatten werden dazu sortiert, insbesondere bei einer Gefälledämmung, und entsprechend ihrer Reihenfolge am Ort der Verlegung platziert. Zur einfachen Sortierung ist die Plattendicke auf einer der Seitenflächen aufgedruckt, und zwar immer mit den Angaben der Anfangsdicke und der Enddicke. Zur Verlegung der Bauderpier Kompakt Dämmplatten wird zuerst das Heißbitumen aus Kannen auf den Verlegebereich gegossen. Bei der ersten Dämmstoffreihe wird die Seitenkante der zu verlegenden Platte, die an eine bereits verlegte Platte anschließt, in das Heißbitumen getunkt, um diese Kante vollflächig mit Heißbitumen zu bedecken. Die Dämmplatte wird dann in das Heißbitumen gelegt und mit der mit Bitumen bedeckten Seitenkante vorsichtig an die bereits verlegte Platte geschoben. So entsteht wieder ein kompakter, wasserdichter Verbund zwischen den einzelnen Dämmplatten. Ein Beleg für den kompakten Verbund ist oben aus den Fugen heraustretendes Bitumen. Dieses muss wiederum glatt abgezogen werden, damit die nächste Lage plan liegen kann. Direkt im Anschluss muss die Platte gegen Verrutschen bzw. Aufschwimmen gesichert werden, bis das Heißbitumen so weit abgekühlt ist, dass die Platte fest verklebt ist und nicht mehr bewegt werden kann. Hierzu eignen sich zum Beispiel Nagelbretter. Diese können selbst hergestellt werden oder beim Fachhandel bezogen werden. Nach Erkalten der Bitumenmasse können die Nagelbretter entfernt und bei der weiteren Verlegung wiederverwendet werden. Beim Verlegen weiterer Dämmstoffreihen müssen die zwei Seitenkanten der Dämmplatten in das Heißbitumen getunkt werden, die an bereits verlegte Dämmplatten anschließen. Danach werden die Platten diagonal in die sich bildende Ecke der bereits verlegten Platten geschoben. Die oben seitlich und stirnseitig austretende Masse muss glattgezogen werden, solange diese flüssig ist. Nach der Verlegung der Dämmplatten muss die Heißbitumenmasse so weit abkühlen, dass ein verklebungsfreies Ausrollen und Ausrichten der ersten Abdichtungslage möglich ist. Wichtig ist, dass die komplette gedämmte Fläche noch am selben Tag bzw. vor dem nächsten Regen mit der ersten Abdichtungslage vollständig abgedichtet wird. Daher arbeitet man bei Kompaktdächern immer in Bereichen oder Abschnitten. Diese werden dann auch entsprechend abgeschottet, das heißt an den Rändern dieser Bereiche wird die erste Abdichtungslage bis auf die Dampfsperre heruntergezogen. So wird sichergestellt, dass die Wärmedämmung nicht nass oder feucht wird. Es muss beim Kompaktdach strikt darauf geachtet werden, dass keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Diese könnte in einem kompakten System nicht zirkulieren, ein Dampfdruckausgleich kann nicht stattfinden, was im schlimmsten Fall zu einer Blasenbildung führen kann. Um das zu vermeiden, müssen die Materialien, also Heißbitumen, Dampfsperre, erste Abdichtungslage und der Dämmstoff trocken gelagert werden. Außerdem darf nicht auf einen feuchten Untergrund, nicht bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlegt werden. Die bereits ausgeführten Dachflächen müssen immer vollständig abgeschottet werden. Bei der ersten Abdichtungslage verwenden wir die Bauderkompakt ULK. Auch diese Bahn ist auf der Unterseite besandet, damit sich das Heißbitumen verkrallen kann. Auf der Oberseite ist die Bahn mit einer Flammfolie ausgerüstet, damit die abschließende Oberlage aufgeschweißt werden kann.
Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei der Dampfsperre. Die Bahnen werden ausgerollt und ausgerichtet und dann wiederum gestaffelt auf schwere Wickelkerne aufgerollt, damit sie nacheinander vollflächig eingegossen werden können. Auch hier auf den richtigen Anpressdruck achten, damit nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Bitumen unter der Bahn verbleibt. Fugen in der Dämmschicht werden bei der Verlegung der ersten Abdichtungslage nachgegossen und verfüllt. Auch bei der ersten Abdichtungslage kann man das seitlich austretende Bitumen glatt ziehen. Allerdings werden leichte Unebenheiten durch das ausgetretene Bitumen beim Aufschweißen der Oberlage ohnehin egalisiert. Hilfreich für das Verlegen der Oberlage ist jedoch, das ausgetretene Bitumen mit feinem Sand abzustreuen. Dadurch kleben diese Stellen nicht mehr und die Oberlage kann besser ausgerichtet werden. Den Abschluss des Bauder-Kompaktdaches bildet dann die Bitumenoberlage als Schweißbahn. Das ist eine Besonderheit in unserem System und bietet zum einen den Vorteil, dass durch das Aufschweißen nochmals Wärmeenergie in den Systemaufbau eingebracht wird und dieser somit nochmals nachverdichtet und nachverklebt wird. Zum anderen ergibt sich ein Vorteil bei der Verlegung. Wäre auch die Oberlage gegossen, dann müsste auch diese Zug um Zug noch vor dem nächsten Regen auf die erste Lage aufgegossen werden oder man müsste auf andere Weise sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit mit eingebaut wird. Dieses Problem haben wir hier nicht. Durch die oberseitige Folie auf der Bauder Kompakt ULK kann keine Feuchtigkeit eintreten und durch den Schweißvorgang bei der Oberlage wird eventuell verbleibende oberflächliche Restfeuchtigkeit abgetrocknet. Die Oberlagsbahn, hier eine wurzelfeste Bauder Diamant, wird ausgelegt, auf einen schweren Wickelkern gewickelt und mit einem Handbrenner auf der Bauder Kompakt ULK vollflächig verschweißt. Damit ist der Kompaktdachaufbau abgeschlossen. Das Bauder Pier Kompaktdach. Sicherer geht es nicht. Aber wie ihr gesehen habt, erfordert es Übung, Sorgfalt bei der Einhaltung vorgegebener Rahmenbedingungen und Vorsicht. Der Umgang mit flüssigem Bitumen ist eine heiße Angelegenheit und man kann sich im wahrsten Sinne des Wortes leicht die Finger verbrennen. Empfehlen kann ich euch auch diese beiden Videos. Weitere Infos findet ihr auf unserer Website. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Fragen und natürlich über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.